Hallo Leute und herzlich willkommen zu Tag 8 von Ramazan. Da ist meine Katze, das ist Bayek. Bayek! Heute ist ein besonderer Tag von Ramazan, weil meine Freundin Cecil, sie heiratet heute islamisch. Und da darf ich als Zeugin fungieren. Ich habe jetzt meine Haare schon in einen Zopf gemacht, damit ich halt später mein Kopftuch einfach drüber schmeißen kann und nicht erst einen Zopf machen muss und dies und das. Florian ist gerade beim Friseur und wir schauen jetzt gemeinsam, was ich anziehe. Florian ist schon unten, er wartet hoffentlich. Wir gehen jetzt erstmal in den Keller und gucken, ob ich einen anderen Kopftuch finde von mir. Danach gehen wir hoch, er zieht sich an und dann hauen wir ab. Also dann gehen wir Richtung Steglitz und treffen uns halt mit Cecil, weil wir noch ein paar Sachen erledigen müssen. Leute, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe einfach so ein Kleid angezogen, so ein ganz langes, mit einer Leggings, weil hier ist ein fetter Schlitz. Und ja, mein Kopftuch ist hier drin, das ist beige. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich bin so krank. Hilfe. Kannst du mir helfen? Wir warten gerade auf unser Uber, weil wir schon 2 Stunden zu spät sind. Aber das kennt man ja nicht anders von uns. Wir fahren gleich hin und dann treffen wir uns mit meiner Freundin. Dann erledigen wir schnell die ganzen Sachen. Danach gehe ich nach Hause, also zu meiner Mutter. Und schmink mich dann. Ich bin ja schon angezogen. Eigentlich wollte ich eine Abaya anziehen von meiner Freundin Cecil. Aber jetzt habe ich mein Kopftuch an mein Outfit angepasst. Deswegen lasse ich das einfach so. Cecil, bist du schon aufgeregt? Ja. Du heiratest heute islamisch. Ja. Und wie ist so der Stress? Ich bin ganz entspannt, aber Zeitdruck ist es. Also ganz ehrlich, ich bin gestresster, glaube ich, als sie. Wir haben auch richtig spontan einfach gerade Ringe ausgesucht für ihr Mann und sie. Das wird jetzt auch ein Sprint. Und dann sagt der Herr, ja, warum kommst du denn heute 3 Stunden vor deiner Trauung? Ich kann nichts dafür, dass ich zu spät den Termin bekommen habe.